Guten Morgen. Ich bin zurück in Deutschland und bewege mich somit wieder in zivilisierteren Gegenden. Deshalb musste jetzt heute Morgen auch der Abenteurerbart wieder weichen. Heute werde ich mich um mein Auto kümmern, es waschen, meine Wäsche werde ich waschen, ein paar Reparaturen am Auto vornehmen und so Kleinigkeiten halt machen. Und gleich der erste deutsche Stau. Gut, dass ich mich in Norwegen ein bisschen daran gewöhnen konnte. So, jetzt geht's erstmal dem Schmutz der letzten 8000 Kilometer durch Skandinavien an den Kragen. Ich muss jetzt ein paar Sachen reparieren, unter anderem die Heckschürze, die hat ganz schön einen mitgekriegt, als ich gegen so einen Schneeberg gefahren bin. Könnte ich jetzt austauschen, kostet eine Menge Geld, aber da ich sowieso immer mal irgendwo gegenfahre, wenn es nicht gerade ein Schneeberg ist, dann ist es Betonboller oder sowas. Ich hatte das vor meiner Reise schon mal provisorisch gepflegt, ist dann aber am Nordkap wieder an einem Schneeberg zerschellt und deshalb mache ich es jetzt nochmal richtig. Aber erstmal werde ich mir ein paar Arbeitsklamotten anziehen. Los geht's! So! Alles wieder schick. Naja, nicht wirklich schick, aber wenn das Ganze richtig ausgehärtet ist, dann werde ich diese schwarzen Streifen wegmachen, das alles reinigen, polieren und dann sieht es auch wieder schick aus. Auto ist sauber, Wäsche ist sauber, jetzt gibt es einen riesigen Eisbecher und wir sehen uns morgen. Macht's gut, schönen Tag euch.